Ja. Jetzt bleibt die Frage, was mache ich denn die 2, 3 Folgen, während ich auf Feedback warte? Mauern bauen? Also ich würde ja fast alles umstrukturieren, deswegen. Also ich könnte jetzt theoretisch einfach so querbeet bauen, wenn es denn wahrscheinlich eh umstrukturiert wird. Und wenn es nicht umstrukturiert wird, weil irgendwelche wirklich wichtigen Sachen dagegen sprechen, könnte ich das immer noch abreißen. Das heißt, ich könnte jetzt gucken, was brauche ich. Und dementsprechend baue ich dann einigermaßen passend das hin und verbinde schon mit Kisten. Ich brauche Eisen. Das heißt, ich müsste mehr Zentrifugen aufbauen. Aber kann ich von hier unten die Zentrifuge nehmen? Ich brauche nur sauberes Wasser. Ich überlege mir gerade, hier eine Reihe Zentrifugen hinzubauen, die Kisten befüllen und die Roboter bringen dann das saubere Erz von hier nach da. Ich hätte gern mehr Platz für die Zentrifugen, das ist das eine. Habe ich überhaupt noch welche? Nix blinkt gelb. Okay, bau bitte mal 4 Zentrifugen. Das würde sich hier echt fast anbieten. Die Reihe lang. Ich überlege gerade, ob ich den hier wegnehmen könnte und irgendwo anders hin sortieren, aber haben wir mal das Problem mit dem Fließband hier unten. Das Fließband könnte ich theoretisch umleiten nach oben und dann hier durch. Was alles doof. Wie viele Roboter haben wir? 170 von 416, die nichts zu tun haben. Oh. Warte mal. Nächster Test. Sind die Kisten durchgehend voll? Nein. Das heißt, wir haben kein dreckiges Eisen mehr im System, richtig? Richtig. Okay. Komm. Also ja, ich könnte jetzt mehr Mining Drills aufstellen, die direkt Kisten füttern lassen und dann kommt hier auch mehr an. Aber das Fließband ist schon fast voll. Die arbeiten ja schon durchgehend. Was ich also eigentlich bräuchte, wäre dich wieder auf Eingang zu stellen. Den wieder auf Eingang zu stellen. Hier draußen eine passive Provider Chest zu machen, eine große. Und dann das saubere Erz von hier aus zu einer komplett anderen Anlage zu schicken, die genau das gleiche macht wie die hier. Also einfach nochmal irgendwo 3 Blastfurnace. Die brauchen aber doch allerdings auch Anschluss hier dran. Und sie brauchen auch die entsprechend heiße Lava. Ja. Kann ich den einfach hier irgendwo zwischenquetschen? Was spricht dagegen? Warte mal. Nichts blinkt gelb. Bau mal bitte 3 Blastfurnace. Warte mal, brich mal 2 davon ab. Ich hätte gerne in meinem Inventar. Das sollte ich eigentlich öfters machen, fällt mir gerade ein. Wo ist der Blast Furnace? Warum bist du nicht bei Ditec-Maschinen, wenn du hier bei den Ditec-Maschinen bist? Jetzt sagt mir nicht, ich kann mir keine Fabriken automatisch, also keine Blast Furnace automatisch ins Inventar schicken. Das ist komisch. Achso, hier bist du. Hä? Bei dem Filter bist du plötzlich bei Produktion. Na gut, ich hätte gerne Blastfurnace. 5 Stück. Und jetzt gucke ich mal, ob irgendein Roboter angeflogen kommt, der zufällig in irgendeiner der zigtausend Storage Chests ein Blastfurnace findet. Und ich hätte auch dementsprechend ganz gerne
Eine Assembly-Maschine MKA-7. Aber nein, das wäre unwahrscheinlich. Ein Basic Beacon, nein. Zentrifuge MK2. Da war auch was. Ja, damit hat sich der Gerogon in der Vergangenheit, glaube ich, auch mal beschäftigt. Aber ich weiß nicht, was der rausgefunden hatte. Das sollte ich jetzt aber nachgucken. Also erstmal hätte ich gerne die MK1-Zentrifugen. Oder nee, die MK0-Zentrifugen. Davon 10 Stück. Mal gucken, ob was im Inventar rumliegt. Also im, ne, Roboter-Inventar. Dann hätte ich gerne das da. Und, jetzt geht das wieder los. Das sind nur die Assembling Machines, okay. Das sind nur die, das sind nur die Kisten. Das da wäre wichtig. Electric Furnace MK2, dafür bräuchte ich aber die anderen Science Packs, die ich noch nicht habe. Nein, nein. Ist dasselbe. Construction Bots MK1. Es wäre schon praktisch, schnellere Construction Bots zu haben, wegen schneller Türme ersetzen und Mauern ersetzen. Also, dass wir die Dinger später schneller setzen können, als sie zerstört werden. Aber jetzt nicht. Nee, 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 nee. Das wird doch irgendwo hierbei sein, oder? Liquid Automatic Crafting. Nein. Gear Presser. Da ist das Tungsten Gear. Also, wir werden es irgendwann machen müssen für irgendwas. Copper Cable aus Liquid Copper Tungsten, nein. Gunmetal Alloy, das erforschen wir gerade. Logistik. Okay, das kommt mit auf die Liste an. Das sind die ganzen Science Packs. Wow. Polish Diamonds, 5 Stück pro Ding. Ja, du mich auch. Also, was ich gerade sagen wollte, das kommt mit auf die Liste von Dingen, die ich wissen müsste. Wie ich die MK1, MK2 und so weiter Zentrifugen herstelle. Für euch bräuchte ich nur bessere Science Packs. Daran müsste ich mich wohl auch demnächst machen. Ja. Bessere Lasertürme. Das wäre auch eine Idee. Also man braucht Gold Ruby Laser Tower dafür, das ist schon mal nicht so schön. Weil ich müsste ja doch langsam ein paar Chunks of Sapphire haben. Nee, Raw Sapphire. Oder? Ja, auf jeden Fall könnte man das herstellen. Das braucht keine Alien-Artefakte. Also keine Alien-Science-Packs. Das ist schon praktisch. Noch schnellere. Nein, 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 nein. Das sind die ganzen Schießdinger. Nö, also ja. Die besseren Zentrifugen wäre echt super, wenn ich das irgendwie rausfinden könnte. Derweil müssten zwei Blast-Furnaces schon mal fertig sein. Okay. Das heißt, ich mache mir jetzt hier mal Platz. Ich schieße einfach durch, richtig? Richtig. Das da wird beschädigt, das ist nicht so schön. Die Ärmchen mal weg. So, das könnte jetzt leicht problematisch werden. Weg, weg. Es könnte leicht problematisch werden, weil die Kisten jetzt schnell voll werden. Aber das ist dann halt so. Im Notfall mache ich Provider Chest raus und irgendwo in die Pampa setze ich eine Requester Chest, die gerne Stein hätten, aber das würde dann alle Roboter beschäftigen. Nö, ich zerstöre die einfach regelmäßig und setze die neu. Also hier haben wir jetzt noch theoretisch Platz für einen da und einen da. Und der hätte gerne einen Requester Chest. Und da hätte er gerne sauberes Eisen.
Lean Iron Ore. Und zwar 500 Millionen tausend Stück. So, und dann hättest du gerne schnelle Ärmchen. Very fast. Wo seid ihr? Da. Very fast Inserter. Da und da. Dann hättest du gerne den Auftrag für Eisen. Shift rechts, Shift links. Und ihr zwackt euch jetzt einfach von da oben Lava ab. Das müsste doch die richtige Temperatur sein, weil es ja auch dahin geht, ja. Problem ist, ich kann gleich wieder nicht hier durchlaufen. Das würde ich eigentlich ganz gerne umgehen. Und das kann ich auch wenn es komisch aussieht. Warte. Warte länger. Oh. Da. Na ja, komm. So. Ich kann durchlaufen. Sieht komisch aus, aber ich kann durchlaufen. Gut, das heißt du... Warum kommt da kein... Ach, da steht Deliver. 22 sind schon auf dem Weg. 6, 8, 10. Sind die langsam, ne? Ja, sie langsam bringen 2. Jeweils. Da steht kein Deliver. Wow, was kommt da? Sind das unsere Jungs? Ne, die holen irgendwas anderes. Ach stimmt, ich habe hieraus noch gar keine Provider-Dingens gemacht. Eine große Provider-Chest, bitte. So, jetzt kommen gleich ganz viele. Oh. Das ist gar keine große, das ist eine ganz große. Die kann ich noch gar nicht. Aber okay. Nimm dich mal weg. Setz dich da hin. Und mach da alles rein. So, da kommt die Schlange. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wie machen wir das jetzt am besten, dass ich da immer noch durchlaufen kann? Einfach... Was bist du für ein Rohr? MK3. Mach daraus mal MK4. Mach den da weg. Den da weg. Und mach eine ganz komische Konstruktion da hinten rum. Geht immer noch nicht. Dich da weg. Dich dahin. Weg. Du da hoch. Du da. Ah, so geht das. Okay. So. So. Achso, ihr braucht noch das. Genau. Das muss ja noch alles raus. Davon bitte ein paar. Da raus. Da runter. Da hin. So. Zack, 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 zack. Richtig. Und das könnte jetzt sogar schon helfen, dass sich die Tanks langsam füllen. 1, 5, 1, 4. Ist... 1, 5? Komm schon, 1, 6. Ich schaff 1, 6 innerhalb der nächsten 10 Sekunden oder so. Nein. Aber es müsste geholfen haben. Und ich sehe jetzt, dass hier schon mal wieder nicht genug Eisen ankommt. Weil hier zu viel weggegriffen wird. Das ist kein Problem. Das heißt, jetzt haben wir nur wieder das Problem, dass wir nicht genug Zentrifugen haben. Und das können wir natürlich auch beheben, indem wir mehr Zentrifugen bauen. Ihr seid alle ausgelassen, weil es ist durchgehend genug dreckiges Erz da. Ja... Ecken da sehen ein bisschen komisch aus. Aber das Problem hatten wir schon mal. Nee, das ist also okay. Ja, du wirst auch immer weniger.
Das heißt, wir werden nicht alle fünf durchgehend laufen lassen können. Das heißt, der nächste Schritt ist jetzt wirklich mehr Zentrifugen. Also ich brauche einen Platz für mehr Zentrifugen. Oh, irgendwas schießt in der Nähe. 27 Türme schießen. Sabsch, sabsch, sabsch. Oh genau, ich kann gucken, ob der Item Collector endlich funktioniert hat. Anscheinend. Die Leichen da sind weg. Oh. Hallo, Emerald King. Sehr unspektakulär. Ein mutiger Roboter repariert gegen an und eine Mauer wurde zerstört. Ja. Okay. Das. Ja, also man merkt, der King hält sehr, sehr viel aus. Aber gegen so eine Wand aus Lasertürmen kommt er einfach nicht gegen an. Wenn er hier angegriffen hätte, dann wäre es schon ein bisschen problematischer gewesen. Oh genau, ich hätte gerne Brick Wall durchgehend im Inventar. Brick Wall. 100 Stück. So. Und aus aktuellem Anlass hätte ich eigentlich ganz gerne hier Brick Wall. Ich hätte gerne hier die erste Reihe aufgebohrt. So. Oh, da kommen meine Mauern an. Dann ersetzt doch bitte mal die Chitinmauer da unten mit den Brick Walls da. Und warte auf die Roboter. Jo. So, sehr schön. Zentrifugen. Das da oben nimmt sehr viel Platz weg. Primär aber auch. Sehr cool. Primär aber auch, weil halt alles über Fließbänder läuft. Das heißt, wenn ich das schon mal. Das ist schon so ein Vorn wegnehmen. Was macht ihr da? Achso, ihr müsst den Mauern ja noch einlagern. Nee, ich will das nicht abreißen. Ich habe gesagt, ich warte da auf die Kommentare und das mache ich auch. Das heißt, das System bleibt so bestehen. Ich muss nur irgendwo einen Platz finden mit frischem Wasser. Mit einem Weg relativ schnell hier zu den Sludge-Tanks. Hier wäre es ideal. Ich gucke mal, ob ich das hier irgendwie reinquetschen kann. Ich nehme einfach eine Zentrifuge. Setz die. Wieder oben. Warte mal. Du weg. Also 2, 2. Du machst bitte sauberes Erz. Ja, das war das Problem. Sludge raus, Wasser rein. Deswegen hatten wir sie auch so komisch aufgebaut. Also in Flüssigkeiten ist doof. Es wäre praktisch, wenn man alle Flüssigkeiten in Barrels packen könnte, die Barrels mit den Robotern transportieren. Könnte eine Sternanordnung machen.